Markus, echt mega cool. Heute bekomme ich endlich meinen Schulranzen. Markus, nun schrei doch bitte nicht so rum hier. Es muss doch nicht das ganze Shoppingcenter wissen, dass du heute einen neuen Schulranzen bekommst. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal noch Geld ziehen. Wartet mal eben bitte einen Moment. Können wir nicht zuerst zu diesem Brautladen? Da draußen stand so ein schönes Kleid, das würde ich mir gerne mal anschauen. Nö, das ist jetzt aber unfair. Wir wollten doch hierher, weil wir doch einen Schulranzen kaufen wollten. Erstmal bin ich dran. Genau, Nele. Wir gehen jetzt erstmal den Schulranzen kaufen und danach können wir alles andere besorgen. Aber erstmal will ich diesen Schulranzen von der Backe haben. Guten Tag. Ach, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir ganz schön lange warten werden. Die letzten Male, als wir einen Schulranzen kaufen wollten, hat das ewig lange gedauert. Ach, Nele, das geht bestimmt jetzt schnell. Lass Markus mal einen Moment Zeit, sich deinen Schulranzen auszusuchen. Dir haben wir damals auch Zeit gelassen und du musst es nicht irgendeinen nehmen. Boah, guck mal, was ich da oben schon gesehen habe. Das ist mein Traumschulranzen, den will ich unbedingt haben. Bitte, 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 Mama. Du meinst den blau-grauen? Ja, genau, den würde ich gerne unbedingt anprobieren. Bitte, bitte, bitte. Ich hole dir den Rucksack gerne runter. Einen Moment bitte, ja? Tust du mir bitte einen Gefallen und ziehst mal eben bitte dein Kapuzenshirt aus. Dann kann ich besser sehen, wie der Ranzen sitzt. Außerdem ist die Mütze dann die ganze Zeit nicht im Weg. Ach nee, da unten habe ich doch so einen peinlichen Pullover jetzt gezogen. So ein dünnes Dino-Hemd. Ich bin doch kein Baby mehr. Ach Markus, hier sieht dich doch keiner. Die Kapuze würde ich die ganze Zeit stören beim Anprobieren und wird von links nach rechts rutschen. Da können wir gar nicht sehen, ob der Schulranzen wirklich bequem ist. Zieh es doch bitte eben aus. Dich sieht hier wirklich keiner. Oh Mann, ey, das ist so peinlich. Ja, also ganz ehrlich, Markus, was ziehst du denn auch noch so ein Pullover an, wenn du das peinlich findest? Ja, du hast mir den doch eingesteckt. Das war der letzte saubere in dem Koffer. So, junger Mann, hier ist also der Rucksack. Du kannst ihn gerne Probe tragen und auch mal reinschauen. Oh Mann, der ist richtig, richtig cool. Ja, der Benny, der hat auch so einen. Ich will den unbedingt haben, Mama. Der ist am coolsten. Kommst du etwa gerade erst in die Schule? Du bist schon so groß. Ja, ich komme jetzt erst in die Schule. Das ist mein allererster Schulrucksack. Für einen Schulempfänger würde ich aber eher einen Schulranzen empfehlen. Guck mal, wie das hier rutscht. Ja, das ist mir auch gerade schon aufgefallen, dass das sehr rutscht hier vorne. Ja, kann man das nicht nur enger stellen? Nein, leider nicht. Ich würde auch einen Rucksack nicht empfehlen, wirklich für Schulanfänger. Die machen sich damit oft den Rücken kaputt. Das Gewicht wird nicht optimal verteilt. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, Markus, also für einen Rucksack bin ich ehrlich gesagt auch nicht so offen. Ich hätte gern, dass du lieber einen Schulranzen trägst, also einen Tornister. Oh nee, ich will aber keinen Schulranzen. Ja, aber guck doch mal, wie das hier rutscht. Das sitzt doch alles gar nicht richtig. Wenn da nachher schwere Bücher drin sind, machst du dir den Rücken kaputt. Das wollen wir doch nicht. Oh je, Tante Sophia, jetzt geht die Diskussion los. Liebe Kunden, ja, Nele, ich glaube, jetzt dauert es wirklich ewig. Ach Mann, aber ich will ja keinen Schulranzen und so eine hässliche Tonne. Ich will lieber so einen coolen Rucksack. So, Markus, jetzt guck dir doch das mal hier an, einmal hier die Ranzen. Die sehen doch alle toll aus. Nee, ich will aber so einen Rucksack. Nein, Markus, es gibt aber keinen Rucksack. Schauen Sie mal, das hier sind unsere Klassiker, neu aufgelegt, in bunten Farben. Stimmt, solche Schulranzen hatte ich auch als Kind. Also ich trage doch nicht so einen Schulranzen, wie du damals hattest. Das ist doch gar nicht modern. Markus, bitte, geben Sie uns mal den blauen raus. Nee, also den probiere ich nicht an. Da weigere ich mich. Ja, Markus, aber du brauchst einen Schulranzen und wir probieren den jetzt einmal an, ob der besser sitzt. Und wie sitzt der für dich? Blöd, ganz blöd. Ja, schön sind auch, dass der hinten schöne Reflektoren dran hat. Den sehen nicht immer die Autofahrer, auch im Winter. Also ich finde den auch nicht schlecht, Clara. Ich finde den auch schön. Ich hätte gern auch so einen Schulranzen für den Kindergarten. Keiner meiner Freunde hat so einen Schulranzen. Also ich bitte euch, alle haben Rucksäcke. Wie sieht das denn aus, als ob ich noch ein Baby wäre oder ja mit Oma zur Schule gegangen wäre? Also Markus, Mama meint das doch nur gut mit deinem Rücken. Weißt du eigentlich, wie schwer nachher diese Schulbücher sind? Oder meinst du, du kriegst jedes Jahr einen neuen Schulranzen? Du spinnst ja wohl. Boah, Nele, was mischst du dich da eigentlich ein? Du hast dir gar nichts zu sagen mit meinem Schulranzen. Als ob du so einen peinlichen Schulranzen hast. Deiner sieht ja noch ein bisschen gut aus. Markus und Nele, Schluss jetzt. Ich möchte hier keinen Streit haben wegen dem Schulranzen. Ihr spinnt ja wohl beide, so. Ja, was wollen wir jetzt machen, Markus? Du brauchst einen Schulranzen. Der Rucksack fällt raus. Dann gucken wir uns jetzt noch die großen Tonnen an. Mann, du bist so gemein. Ich will unbedingt aber einen Rucksack haben. Ich will keine Schultonne. Das ist ja noch peinlicher als dieser Ranzen. Ja, dann musst du diesen Ranzen nehmen. Nee, aber ich will diesen Ranzen nicht. Der sieht hässlich aus. Markus, ich bin mir ganz sicher, dass es viele Kinder auf der Schule gibt, die auch einen Schulranzen haben und nicht nur einen Rucksack. Nur mach dir doch nicht immer so viele Gedanken, was die anderen haben.
So, junger Mann, was hältst du denn von diesem blauen mit der Echse drauf? Nee, das finde ich mega blöd. Also ganz ehrlich, wer will denn so einen Schulranzen haben? Ach nee, mir ist so langweilig. Ja, mir auch, Linus. Ach, weißt du noch, wie wir im Fahrstuhl stecken geblieben sind? Da war ganz schön was los. Ja, natürlich weiß ich das noch. Immer wenn ich hier mit Mama einkaufen gehe, muss ich immer daran denken, wie wir hier stecken geblieben sind. Ja, weißt du noch, wie Markus die ganze Zeit geheult hat? Ja, Nele, das ist wirklich alles die Schuld von Linus. Er wollte doch unbedingt Fahrstuhl fahren. Ich hab so Angst. Hilfe! Hilfe! Wir sind im Fahrstuhl gefangen! Hilfe! Ach, Nele, ich hab auch geweint. Ich hatte auch Angst. Ich glaube, das dauert hier noch ewig. Komm, Nele, wir gehen in den Brautladen. Das kann ja hier noch ewig jetzt dauern. Die Ohrringe stehen Ihnen ausgezeichnet. Ja, finden Sie wirklich? Meinen Sie auch, die passen zu meinem Kleid? Ja, natürlich. Ach, Sophia, wie schön, dass ich dich mal wiedersehe. Ach, hallo, na, wie geht's dir? Ach, sag, dass du wieder anfängst zu arbeiten. Bitte, bitte, bitte. Ach, nee, leider noch nicht. Letzte Woche war Mia hier. Sie ist total überarbeitet. Ach, Mann, die Arme. Ja, ich hoffe, ich kann ihr bald mal wieder ein bisschen was abnehmen. Oh, das ist wirklich ein sehr schöner Rock, oder? Linus, was sagst du dazu? Ja, also ich glaube, mir wird er nicht so gut stehen, aber dir wird er bestimmt super stehen. Ja, das ist der absolute Schrei momentan. Silber, Pink und Weiß. Stehen die ganzen Bräute total drauf. Och, den würde ich auch gerne mal anprobieren. Dann komm, dann stülpen wir den einmal über. Das ist doch gar kein Problem. Ja, aber du hast mal zu mir gesagt, das bringt Unglück. Ja, wenn man ein ganzes Kleid anzieht, aber doch nicht nur einen Rock. Ich fühle mich irgendwie gerade so groß und so aufgepolstert. Ja, das ist auch ganz schön groß für dich. Du siehst wunderschön aus, Nele. Du wärst eine tolle Braut. Also Nele, wenn du mal heiratest, will ich unbedingt dabei sein. Das steht dir ja wunderbar. Schau mal, hier ist noch ein Hut. Ja, findest du wirklich, Linus? Sehe ich nicht blöd aus? Nee, überhaupt nicht. Du siehst total toll aus. Schau mal, Nele, hier hast du auch noch eine passende Tasche zu deinem Outfit. Oh, danke schön, Sophia. Ich bin auch ganz vorsichtig. Ach, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Danke, dass ich den Rock ausprobieren durfte. Ja, gerne doch. Ich war auch ganz vorsichtig, versprochen. Natürlich, das habe ich doch gesehen. Es ist alles gut, kleine Dame. Und wenn du irgendwann mal ein Hochzeitszelt brauchst, dann kommst du bitte zu mir. So, meine Liebe, es ist jetzt auch Zeit zu gehen. Meine Familie sucht da vorne im Taschengeschäft noch einen Schulranzen. Och, Mann, das ist aber sehr schade. Komm mich bitte bald mal wieder besuchen. Und besuch Mia mal, die ist total überfordert. Ja, mach ich, versprochen. Ach, komm mal her, Sophia, lass dich mal drücken. Ach, ich freue mich schon so, wenn du wieder arbeitest. Wir hatten immer so viel Spaß zusammen. Liebe Besucher, in unserem Sportgeschäft finden Sie 30% auf alle Sommerartikel. Sie finden uns im ersten Geschoss, gleich neben dem Fahrstuhl. Vielen Dank für Ihren Besuch. Nee, also ich finde beide blöd und die passen mir auch gar nicht. Die rutschen hier. Markus, das sagst du doch jetzt nur so. Ich sehe doch, dass sie passen. Ich will aber nicht so einen Schulranzen. Oh Mann, die sind ja hier immer noch zugange. Habt ihr gehört, im Sportgeschäft gibt's dicke Rabatte. Da wollte ich nochmal irgendwas gucken. Außerdem gibt's, glaube ich, auch eine neue Werder-Zeitschrift. Die kann ich dann Lukas mitbringen. Habt ihr Lust mitzukommen? Alles ist besser, als hier zu stehen und Markus beim Geschwafel zuzuhören. Ja, ich komme auch mit. Ach Nele, wenn wir jetzt stecken bleiben, ist wenigstens ein Erwachsener dabei. Ja, obwohl ich finde, wir haben das doch damals ganz gut gemanagt, oder? Ja, das stimmt. Guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag. Ich hätte da mal eine Frage. Schau mal, Nele, der Eismann ist jetzt hier oben. Ja, stimmt. Ob wir wohl nachher auch wieder ein Eis kriegen? Das war so lecker hier. Können Sie mir vielleicht sagen, ob Sie schon die neue Werder-Zeitschrift haben? Nein, das tut mir sehr, sehr leid. Die ist leider schon ausverkauft. Ach Mann, wie schade. Ich hätte gern meinem Mann was Gutes getan. Er liest sie so gerne. Schau mal, Linus, hier gibt es so Schnorchel und Schwimmflossen. Die hat Markus ja der Trottel im Meer verloren. Ach nee, du bist jetzt aber wirklich gemein. Ja, guck mal, wir warten jetzt schon wieder eine Stunde nur auf ihn. Nur weil er wieder sich nicht entscheiden kann und wieder das Beste will. Das ist total blöd von ihm. Die Taucherbrille sieht wirklich aus wie die er verloren hat. Ich setze sie mal auf. Ja, also die fühlt sich genauso an wie die Markus verloren hat. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Modell. Ja, Nele, das kann sein. Die sieht auf jeden Fall gleich aus. Schau mal, Linus, was hier steht. Ja, was steht denn da? Schwimmflossen. Ach, Linus, mach doch mal die Augen auf. Manchmal denke ich, du brauchst eine Brille. Was ist das denn? Ach, Linus, das ist ein Werder Bremen-Schulranzen. Ich meine, das ist doch nun wirklich was für Markus. Und wir können endlich weiterlaufen. Du, Sophia, ich habe da was gefunden. Kannst du vielleicht einmal mitkommen? Ja, klar, Nele, was hast du denn gefunden? Schau mal, was ich gefunden habe in der hintersten Ecke. Ein Werder Bremen-Schulranzen. Ich meine,
Damit kommt auch Markus klar vom Design. Und Mama ist glücklich, weil das halt gut für den Rücken ist. So, Markus, jetzt musst du dich nur noch entscheiden. Den rechten oder den linken? Nee, ich will gar keinen von beiden. Die sind beide hässlich. Also, Markus, mir reicht es jetzt. Weißt du was, dann schicke ich dich an deinem ersten Schultag mit einer Aldi-Plastiktüte in die Schule. Wenn du das gerne möchtest, machen wir das so. Ach, Sophia, das tut mir so leid, dass der Bengel sich wieder nicht entscheiden kann. Das tut mir so leid. Ach, ist doch alles gut, Clara. Komm mal mit nach oben. Ich glaube, wir haben einen passenden Schulranzen gefunden. Und Markus, was sagst du zu dem Schulranzen? Ach, der ist wunderschön. Also ich meine, das ist ein Werder Bremen-Schulranzen. Ja, aber ich dachte, du willst keine Tonne. Ja, das hier ist aber was anderes, wenn der Werder Bremen vorne drauf ist. Der sieht wirklich gut aus. Ich probiere den mal kurz an, ja? Ja, Markus, probier ihn bitte endlich an. Ich würde gerne ein Eis essen. Das habe ich mir jetzt wirklich verdient. Ja, Nele, ist ja gut. Mach mal hier keine Hektik. Na, Gott sei Dank. Ich glaube, die Schulranzensuche nimmt jetzt langsam ein Ende. Ich dachte schon, wir finden gar keinen Ranzen. Und, Mami, können wir den Ranzen jetzt bitte nehmen? Ja, von mir aus sehr gerne. Der sitzt hier sehr gut. Wir können ihn noch ein bisschen größer stellen, wenn du halt wächst. Ja, der ist von innen schön stabil. Außerdem passt gut was rein. Ja, von mir aus können wir den sehr gerne kaufen. Das freut mich sehr, dass Sie ein passendes Produkt für sich gefunden haben. Bezahlen müssen Sie es aber bitte hier vorne in der Modeboutique. Ich habe hier keine Kasse. Ja, das ist kein Problem. Vielen Dank. So, das wären dann bitte einmal 125,99 €. Also von mir aus brauchen wir keine Tasche. Warum denn, Markus? Ja, ich trage den Ranzen jetzt gleich so. Der ist so schön. Ach, Gott sei Dank haben wir einen Ranzen gefunden. Ich dachte schon, ich muss den Jungen mit einer Plastiktüte in die Schule schicken. Ach, Clara, als ob du das gemacht hättest. Also, Markus, ich finde, der neue Schulranzen steht dir wirklich gut. Ja, und ich finde, das Ei schmeckt hier wirklich, wirklich prima. Ach, das war ja gerade ein Film mit Markus in dem Schulranzen, oder? Ja, gib dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben. Ja, Markus wird auch eingeschult. Wollt ihr damit dabei sein? Dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Außerdem, ja, erzählt mir doch mal, wie eure Schulranzen ausgesehen haben. Das würde mich sehr interessieren. Hattet ihr einen bunten, hattet ihr einen Ranzen, hattet ihr einen Rucksack? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Schreibt auch unbedingt einen Kommentar. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag und hoffen, dass wir uns schnell wiedersehen. Bis dann, tschüss!